Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Und wie versprochen, werden wir heute für Sie Ihre Fragen zum Thema das schwache Herz zusammenfassen und mit den Experten die Antworten dazu für Sie hier senden. Herr Bauer-Sachs, sehr schön, dass wir jetzt mit Ihnen sprechen können. Das war ja eine sehr umfangreiche Vorlesung, die wir da vor 3 Wochen ins Netz stellen konnten. Und die Menschen haben uns eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Wir haben die jetzt ein bisschen sortiert. Und ich beginne mal mit der Frage nach eher allgemeinen Aspekten. Wie kann ich eine Herzinsuffizienz, also eine Herzschwäche, verhindern? Was kann ich tun, um vorzubeugen? Eine Herzschwäche ist in meisten Fällen ein Endzustand schon länger bestehender vorheriger Erkrankungen oder zumindest Risikofaktoren. Also wichtig ist, dass man sich gesund ernährt, dass man Übergewicht vermeidet, dass man sich körperlich aktiv sein Leben gestaltet, dass man sich bewegt und dass man zum Beispiel auch bestimmte Risikofaktoren und Erkrankungen wie Bluthochdruck gut behandelt. Der Bluthochdruck ist eine ganz wichtige Ursache für die Herzschwäche. Außerdem natürlich auch, wenn man zuckerkrank ist oder wenn man ein beispielsweise zu hohes Cholesterin hat, eine Hypercholesterinämie, dass man das behandelt, um dann Erkrankungen zu vermeiden, die dann wiederum zur Herzschwäche führen, wie beispielsweise ein Herzinfarkt. Ist so eine Herzschwäche vererbbar? Das fragt hier auch jemand. Also die Neigung ist manchmal vererbbar, aber so im engeren Sinne vererbbar, dass man sagt, ein Gen ist verändert und dadurch wird die Herzschwäche ausgelöst. Das kommt nur ganz selten vor. Also das wäre eine familiäre dilatative Kardiomyopathie beispielsweise. Da geht durch die ganze Familie mehr oder stark eben die Neigung zur Herzschwäche durch und das ist aber zum Glück relativ selten. Und Sie haben schon was zu der Genetik gesagt und vielleicht können Sie noch mal sagen, was ist eine dilatative Kardiomyopathie? Also da ist typischerweise eine Erweiterung des Herzens mit einer Einschränkung der Pumpleistung der linken, manchmal auch der rechten Herzkammer. Und das wird in einigen Fällen eben durch Gene, durch einzelne Gene, die verändert sind, ausgelöst. Es gibt aber auch erhebliche Zahl von Patienten mit so einer dilatativen Kardiomyopathie, wo man kein Gen feststellen kann und wo es auch nicht familiär bedingt ist. Und gibt es dann noch weitere Risikofaktoren, wenn man jetzt sagt, Genetik könnte einer sein? Und Sie haben im ersten Teil bei der Verhinderung ja auch schon einiges gesagt, was man tun könnte vielleicht. Und hier ist nochmal ganz gezielt die Frage, ja, welche Risikofaktoren gibt es und was kann ich dann tun, wenn ich die habe? Also ganz wichtig ist, sind klassische Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen. Das ist der Bluthochdruck, den muss man erkennen und behandeln. Das ist leider in Deutschland sehr weit verbreitet und nur bei einer Minderheit der Menschen auch richtig gut kontrolliert. Dann ist es eine Zuckererkrankung beispielsweise, die sehr häufig mit Herzschwäche verbunden ist, oft auch durch Übergewicht mit verursacht wurde, eben dieser Typ-2-Diabetes, der häufig erst in höherem Lebensalter auftritt, mit Übergewicht verbunden ist. Leider aber heutzutage durch das massive Übergewicht bei jüngeren Menschen auch sogar schon im jugendlichen Alter auftreten kann, dann ist es zum Beispiel Herzrhythmusstörung, also Vorhofflimmern ist eine wichtige Ursache auch für Herzschwäche und kann dann auch Symptome wie eine Herzschwäche machen. Also das sind solche Dinge, die man ernst nehmen sollte. Und auch hier ist neben der Behandlung, wenn es schon eingetreten ist, ganz besondere die Vorbeugung wichtig. Und dann auf all diese Dinge zu achten in seinem Alltag, nicht zu rauchen, sich viel zu Ja, bewegen, alles das, was Sie schon am Anfang auch gesagt also haben, Rauchen nochmal ein ganz ne? wichtiger Punkt. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele junge Menschen noch rauchen. Es sind vielleicht nicht mehr so viele wie früher, aber es sind einfach immer noch deutlich zu viele. Und hier gibt es noch eine Frage, die sich auch mit den Ursachen beschäftigt. Kann eine Herzschwäche auch durch eine Erkältung oder Grippe hervorgerufen werden? Also das ist eine interessante Frage. Also geht dahin, ob Virusinfekte wie Erkältungen. Die Grippe im Volksmund ist ja keine Influenza, sondern mehr so ein viraler Erkältungsinfekt, eine Herzschwäche verursachen kann. Wir wissen, dass einige Viren, also sowohl Erkältungsviren, aber auch andere Durchfallviren, beispielsweise auch das Herz und den Herzbeutel befallen können. Wir nennen das dann Myokarditis, wenn nur der Herzmuskel, und Perikarditis, wenn nur der Herzbeutel befallen ist. Und das ist wahrscheinlich häufiger, als man so weiß, aber heilt zum Glück meistens völlig problemlos aus. Bei einzelnen Menschen, die so einen Virusinfekt auch des Herzens haben, kann es aber bei einer Myokarditis zur Herzschwäche kommen. Und auch dann ist es zum Glück so, dass bei sehr vielen es ausheilt, dass aber einzelne
entweder eine ganz schwere akute Herzschwäche entwickeln und andere auch eine chronische Herzschwäche, die dann sogar so schlimm ist, dass man an Herztransplantation denken muss. Und sind dann die Symptome andere, wenn die auf so eine Grippe folgen, als also bei den anderen Faktoren? Es sind ähnliche Symptome im Sinn von Atemnot, Wassereinlagerung, Leistungsminderung und bei der ganz akuten Herzschwäche dann auch wirklich ganz akut Luftnot, weil Wasser in der Lunge ist. Hier gibt es noch eine weitere Frage. Eine Person, die danach fragt, ob bei Brustbeklemmung, wo schon vieles in Bezug auf die Herzschwäche eigentlich ausgeschlossen ist, was würden wir oder Sie dann als Experte, was würden Sie empfehlen so einer Person vielleicht noch für weitere Diagnostik oder auch für die Therapie? Ich glaube, Brustbeklemmung ist schon mal kein typisches Symptom von einer Herzschwäche. Das mal als erstes. Es kann es in seltenen Fällen auch bei Herzschwäche geben, aber eher nicht. Denn bei Herzschwäche ist typischerweise die Atemnot und die Leistungsminderung sind die Symptome. Jetzt, wenn man Brustbeklemmung hat, denkt man zuerst an eine Erkrankung der Kranzgefäße, also eine Verengung, die dann unter Belastung typischerweise auftritt. Was man auch wissen muss, ist, dass Brustbeklemmungen beileibe nicht nur vom Herz kommen können, sondern dass man zum Beispiel ganz erhebliche enge Gefühle auf der Brust haben kann durch einen Rückfluss von Säure aus dem Magen in die Speiseröhre. Also das wäre ein wichtiger Punkt, den man abklären sollte, ob nicht eine Entzündung der Speiseröhre da ist. Das heißt, man braucht eine Magenspiegelung, bei der man auch die Speiseröhre sich anschaut. Oder was auch Beklemmung machen kann, gerade wenn sie eher in Ruhe auftreten, ist auch das Skelettsystem. Also Muskel- und Skelettsystem sind gerade ja auch im Brustkorbbereich mit erheblichen Veränderungen beim Älterwerden verbunden, also Degeneration von Bandscheiben etc. Und dann werden Nerven gereizt, die dann auch so Schmerzen verursachen können, dass man meint, es kommt vom Herz. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir zu den Fragen, die sich um die Medikamente drehen. Wie ist das mit dem stressbedingten Bluthochdruck? Kann der mit den gleichen Medikamenten behandelt werden wie der herkömmliche Bluthochdruck? Ganz spezielle Frage, ja. Also den stressbedingten Bluthochdruck gibt es eigentlich so nicht, sondern typischerweise ist bei jedem Menschen so, dass unter Stress, egal ob psychisch oder physisch, also körperlich oder seelisch, dass wenn da eine Anspannungssituation da ist, dass dann der Blutdruck hochgeht. Das kennen wir alle, wenn wir in einer Prüfungssituation stecken, dann schlägt das Herz schneller, dann geht der Blutdruck, wenn man ihn misst, höher. Das ist erstmal eine normale Reaktion. Wenn das aber übersteigert ist, dann spricht man von einem Belastungshypertonus. Und der ist aber meistens dann vorhanden, wenn auch die Blutdruckwerte in Ruhe nicht wirklich gut eingestellt sind oder schon zu hoch sind. Gerade in der Anfangsphase eines Bluthochdrucks ist es aber zu beobachten, dass man in Ruhe noch normale Werte misst und dann aber eben bei Anspannung körperlich oder seelisch eben deutlich zu hohe. Man sieht es zum Beispiel im Belastungs-EKG, wenn man dann einen überschießenden Blutdruckanstieg sieht bei normalen Werten in Ruhe, dann ist das so ein Fall. In den allermeisten Fällen behandelt man es aber mit den gleichen Medikamenten. Also typischerweise behandeln wir den Bluthochdruck ja mit Hämmern des Renin-Angiotensin-Systems, also sogenannte ACE-Hämmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker und eben Calcium-Antagonisten und wassertreibende Medikamente, sogenannte Diuretika, die in niedriger Dosis vor allem gute Blutdruckmedikamente sind. Wenn es sich speziell um einen Belastungsbluthochdruck handelt und man insbesondere solche Spitzen abfangen will, dann kann auch der Beta-Blocker dann eine gute Alternative zur Blutdrucktherapie sein. Dann gehe ich zur nächsten Frage über. Was ist die Ursache für einen nächtlichen Bluthochdruck trotz Tabletteneinnahme, also Menschen, die schon in der Medikation stehen? Und was bedeutet das dann eigentlich, wenn der nachts nicht runtergeht? Also man muss dazu wissen, dass der Blutdruck typischerweise in der Nacht, wenn man schläft, einfach schön nach unten geht. Und das ist so ein Tag-Nacht-Rhythmus. Nachts ist der Blutdruck generell niedriger. Und das nennt man Dipping. Also die Dipper sind die Menschen mit dem normalen Blutdruckverhalten. Beim Bluthochdruck gibt es bei einigen Menschen ein Non-Dipping, also dass es nachts nicht heruntergeht. Und da wissen wir, dass es generell mit einer etwas schlechteren Prognose, also mit schlechteren Aussichten verbunden ist, als der Bluthochdruck ohne dieses Phänomen, dass es nachts nicht runtergeht. Und dann muss man nochmal nachforschen, sind vielleicht noch unerkannte Ursachen für so einen nächtlichen Bluthochdruck da. Beispielsweise die Schlafapnoe, also Atemaussetzer während der Nacht, die dann zu einem heftigen Erwachen mit Blutdruckspitzen führen. Und das kann man zum Beispiel im Schlaflabor dann auch weiter abklären, insbesondere häufig bei übergewichtigen Menschen. Und
Generell, auch wenn jemand einen langjährigen Bluthochdruck hat, dann kommt es auch nicht selten dazu, dass der Blutdruck auch nachts nicht mehr runtergeht. Und man muss es insbesondere mit Medikamenten gut einstellen, beispielsweise auch mit abendlicher Gabe eines Teils der Medikamente. Dass sie dann über Nacht noch mal anders wirken, als wenn man das schon am Nachmittag genommen hat. Wobei man typischerweise vielleicht bei allen Medikamenten sagen muss, man nimmt ein Medikament nicht, damit es sofort wirkt, sondern in den meisten Medikamentenschemata ist so, dass man ein Medikament einnimmt, dass sich ein gewisser Wirkspiegel entfaltet und man nimmt das Medikament nur ein, um den Wirkspiegel zu erhalten. Also man darf nicht erwarten, dass wenn man ein Medikament einnimmt, dass sofort was passiert, sondern es sollte eine möglichst gleichmäßige Wirkung dann auch erzielt sein. Müssen es eigentlich immer sofort Medikamente sein? Wenn Sie jetzt auf die Herzschwäche kommen, muss man sagen, in vielen Fällen leider ja, weil die Herzschwäche ja schon ein, sagen wir mal, relativ spätes Stadium ist, wo schon einige Erkrankungen, insbesondere Bluthochdruck, vorliegen. Und man muss aber auch andere Dinge beachten, zum Beispiel eine Restriktion, also eine der Trinkmenge, also dass man nicht zu viel Wasser trinkt. Es geistert immer noch umher, dass man mindestens 3 Liter trinken sollte, was einfach nicht stimmt, was der Niere auch abgesehen von ganz seltenen Ausnahmefällen auch nicht hilft, sondern das ist zum Beispiel eine Maßnahme, wenn man zu viel Flüssigkeit zu sich führt, dass man das reduziert und damit dann schon vielleicht einen Teil der Medikamente vermeiden kann. Wenn man aber eine Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpleistung der linken Herzkammer hat und typische Beschwerden, dann kommt man um Medikamente nicht drumherum. Also es ist zum einen wassertreibende Mittel, sogenannte Diuretika, die Luftnot verbessern, die verhindern, dass in den Knöcheln und Unterschenkeln sich Wassereinlagerungen bilden. Und dann sind es vor allem Medikamente, die das Überleben verbessern, die verhindern, dass man ins Krankenhaus kommen muss und dass man auch eine bessere Lebensqualität hat. Das sind Medikamente, die erst nach einigen Wochen bis Monaten ihre volle Wirksamkeit entfalten. Zum Beispiel Beta-Blocker, zum Beispiel Hämmer des Renin-Angiotensin-Systems, jetzt ACE-Hämmer oder auch das Spironolakton als Aldosteron-Antagonist. Und dann gibt es noch einige Medikamente, die auch wirksam sind in seltenen Fällen, wie beispielsweise das Ibapradin, was den Puls langsamer macht, wenn er noch nicht langsam genug ist. Oder auch jetzt ganz neu, vielleicht ein ganz wichtiges Medikament, sogenannte SGLT2-Hämmer, die jetzt bei der Herzinsuffizienz auch zugelassen sind und die früher nur für Diabetesbehandlung verwendet wurden. Die haben aber ganz hervorragende Effekte auch bei Herzschwäche oder auch bei Nierenschwäche beispielsweise. Ja, das ist interessant. Das sind neue Entwicklungen, die man jetzt erst seit kurzer Zeit so wirklich schon verfolgen konnte. Die werden so fast als Wundermedikamente Ja. angesehen. Es ist große Euphorie da. Auch da musst du im Einzelfall immer schauen, welche Patienten profitieren wirklich davon. Und die Basis jeder Herzschwächetherapie bei reduzierter Pumpleistung der linken Herzkammer ist immer, ich nenne es so die Triple-Therapie, Beta-Blocker, Hämmer des Renin-Systems und eben der Aldosteron-Antagonist. Und dann tatsächlich alle drei zusammen. Wichtige Frage auch, braucht man immer alle Medikamente? Startet man vielleicht nur mit einem? Also meistens ist es so, dass man von vornherein mit einem Beta-Blocker und einem Hämmer des Renin-Angiotensin-Systems und meistens auch einem Diuretikum, einem wassertreibenden Medikament startet. Nur ein einzelnes Medikament zu verordnen und dann über viele Monate bis Jahre erst die wirksamen zusätzlichen Medikamente zu verordnen, ist eher nicht der Weg. Hier fragt noch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, wie ist es eigentlich mit pflanzlichen Alternativen? Gibt es die? Können Sie die empfehlen? Wichtige Frage. Ich glaube, man darf diesen Gegensatz zwischen pflanzlich und chemischen Medikamenten gar nicht so machen, weil jedes Medikament, was wir anwenden, beruht ja darauf, dass mit einem biochemischen Ansatz eben es werden Rezeptoren angesteuert im Körper, die auch biologisch vorhanden sind. Also alle Pharmakologie oder pharmazeutische Wirkung beruht nur auf den biologischen Grundlagen, die wir erarbeitet haben. Und von daher sehe ich den Gegensatz nicht so sehr. Auch pflanzliche Medikamente können zum Beispiel hochgiftig sein. Also die Natur hat die giftigsten Substanzen hervorgebracht. Und wir können es zum Beispiel am Digitalis gut festmachen. Digitalis ist ein pflanzliches Medikament eigentlich, was aber deutliche Nebenwirkungen hatte, was schwer zu dosieren war, wo es immer wieder Vergiftungen gab, als man das vor 200 Jahren schon aus der Pflanze nur verwendet hat. Mittlerweile gibt es das als chemisches Medikament, definiert, hergestellt, und damit sind eben doch dann solche Überdosierungen bis hin zu Vergiftungen deutlich seltener geworden.
Die Medikamente sind ja ein großes Thema, auch bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Letzte Frage vielleicht noch dazu. Eine Person hat hier gefragt, wie ist es eigentlich mit Ibuprofen? Soll man das nehmen? Hilft das oder ist das vielleicht eher schädlich? Vielleicht nehmen wir das noch als letzte Frage zu dem Block. Das ist der große Komplex der Schmerzmittel. Und viele Menschen haben Schmerzen, gerade ältere Menschen, die unter Herzschwäche leiden, haben auch Gelenkprobleme. Und es wirkt kaum ein Schmerzmittel so gut an den Hüftgelenken oder an den Kniegelenken wie die nicht-steroidalen Antiphlogistika, Ibuprofen oder Diclofenac sind da als sehr bekannte Vertreter. Die haben gleichzeitig aber auch das Problem, dass sie an der Niere negative Effekte haben, dass sie auch in der Dauereinnahme mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko, also etwas mehr Herzinfarkten verbunden sind. Ich sage immer, das Leben muss auch lebbar sein. Und wenn man starke akute Schmerzen hat und weiß, dass Ibuprofen oder Diclofenac gut wirkt, dann kann man es mal ein paar Tage nehmen. Wenn man aber Dauerschmerz hat, wenn man beispielsweise über Monate oder Jahre irgendwie Probleme hat, dann sollte man keinesfalls dauerhaft jetzt Ibuprofen einnehmen, weil dann doch das kardiovaskuläre Risiko deutlich steigt, was auch bei der Herzinsuffizienz ungünstig ist, auch mehr Ödemeinlagerung erfolgen kann. Also dann sollte man mit dem behandelten Arzt wirklich nochmal intensiv ins Detail gehen, ob nicht vielleicht eine Physiotherapie-Linderung verschaffen kann oder ob man nicht andere Schmerzklassen wie beispielsweise jetzt Morphinabkömmlinge, starke Schmerzmittel verwenden kann. Die haben dann aber andere Nebenwirkungen, zum Beispiel, dass sie dann oft den Darm so ein bisschen negativ beeinträchtigen, dass man Stuhlgangsschwierigkeiten bekommt. Also es gibt kein Schmerzmittel, was wunderbar wirkt und keine Nebenwirkungen hat. Das muss man im individuellen Fall dann entscheiden. Und Sie sagen, der Hausarzt oder der Kardiologe ist dann die beste Adresse. Dann habe ich noch einige Fragen hier zusammengestellt zu dem Thema Herzschrittmacher, Defibrillatoren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Bereich schon geworden. Wie oft muss man die eigentlich wechseln? Das fragt hier eine Zuschauerin oder ein Zuschauer. Und wenn das gewechselt wird, kann das dann auch gefährlich sein? Und habe ich da vielleicht auch Nebenwirkungen, wenn ich das habe? Also eine ganze Annette, Fragebatterie um dieses Thema. vielleicht fange ich einmal, was sind Geräte für die Herzschwäche überhaupt? Also unter Gerätetherapie, die Engländer sagen Device-Therapie, versteht man insbesondere Herzschrittmacher und Defibrillator. Und zur Vorbeugung des plötzlichen Herztods bei Herzschwäche sind Defibrillatoren auch vorbeugend nötig. Und bei vielen Menschen mit Herzschwäche ist ein Herzschrittmacher hilfreich. Und diese Geräte werden mit einer örtlichen Betäubung so unterm Schlüsselbein eingesetzt. Und das ist eine kleine Operation, die auch schwerherzkranke Menschen typischerweise gut überstehen. Die Geräte müssen allerdings eben nach 5 bis 8 Jahren bei den Defibrillatoren, nach 8 bis 10 Jahren bei den Schrittmachern ausgetauscht werden. Dabei bleiben dann die Sonden, die ins Herz gehen, aber meistens erhalten und man tauscht nur das Aggregat aus. Natürlich können auch Komplikationen entstehen. Es kann bei jeder Operation kann eine Blutung beispielsweise entstehen oder es kann in seltenen Fällen zum Glück nur auch ein Problem mit der Sonde geben, dass beispielsweise auch mal die rechte Herzkammer, die sehr dünn ist, dass die durchstoßen wird. Das sind aber zum Glück absolute Ausnahmen und von daher ist insgesamt die Schrittmacher- und Defibrillatortherapie als sehr sicher einzustufen. Weil eine Person fragt hier, kann man die Batterien vielleicht sogar selbst austauschen? Nee, das geht ja leider nicht, weil die Batterie ja mit dem Aggregat zusammen verbunden ist und es ist leider noch nicht so, dass man das beispielsweise auch von außen aufladen kann. Das wäre ja, dass man durch die Haut die Batterie auflädt. Das wäre ja ein Ansatz. Das ist aber immer noch nicht so angekommen in der breiten Anwendung, dass es für alle Patienten zur Verfügung steht. Es ist der klassische Fall, ist immer noch, das Aggregat muss ganz ausgetauscht werden und wie gesagt, das aber erst nach 10 Jahren oder nach 5 bis 8 Jahren der Fall ist, ist es dann doch, sage ich mal, erträglich. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir sind schon fast am Ende angekommen. Es gibt noch Fragen, die sich eher um den Umgang dann mit der Erkrankung im täglichen Leben beziehen. Ein Zuschauer, der sich hier bei uns gemeldet hat, ist schon relativ hochaltrig, der aber immer noch ein bewundernswert aktives Leben hat, mit einer Herzschwäche behandelt wird, noch Fahrrad fährt und ist aber irgendwie immer noch jetzt in so einer Situation, dass er denkt, es könnte besser sein. Ich komme nicht mehr so richtig die Treppen hoch, da gibt es Probleme in meinem Alltag. Ich nehme Ibuprofen, weil mir die Knie wehtun. Das ist jetzt ein sehr spezieller Fall, aber glaube ich auch gut übertragbar auf Menschen in der vergleichbaren Situation. Insofern können wir vielleicht was Allgemeines dazu noch finden als Information. Also wichtig ist bei der Herzschwäche, dass man die wassertreibenden Mittel so dosiert, dass die
Beinödeme, also die Wassereinlagerungen, möglichst komplett weg sind. Und man kann manchmal durch eine etwas Erhöhung der Dosis wassertreibender Mittel und leichter Absenkung des Körpergewichts dann noch was erreichen. Das ist oft schwer, wenn eine ausgeprägte Herzschwäche da ist, vielleicht auch eine Nierenschwäche. Man muss auch darauf achten, dass bei vielen Menschen, die jetzt Vorhofflimmern haben, also einen eher schnellen Puls, dass da manchmal das Befinden sich nochmal bessern kann, wenn man den Puls runterbringt, also die Herzfrequenz. Und dabei ganz wichtig, vielleicht auch für den Alltag, was man hier fühlt oder hier fühlt am Arm an Puls, ist nicht unbedingt die Herzfrequenz. Weil Menschen mit Vorhofflimmern, die haben oft eine deutlich schnellere Herzfrequenz hier zentral gemessen und auch Herzschläge, als man peripher mit dem Puls misst. Also deswegen kann dann nur das EKG richtige Aussage über die Schnelligkeit des Herzschlags geben. Und das ist manchmal total unterschiedlich. Und das wird als übersehen. Und deswegen könnte man hier vielleicht auch noch ansetzen. Vielen Dank. Und jemand hat hier gefragt, gibt es eine Checkliste, wenn ich eine Reise machen will? Woran soll ich denken bei der Vorbereitung? Vielleicht da könnte ich nochmal auf die Herzstiftung zurückkommen. Also da gibt es ja sehr schön hinterlegt unter der Webpage der Herzstiftung und unter Reisen gibt es da auch Checklisten. Und wichtig ist zum Beispiel erstens, dass man nur auf eine Reise geht, wenn man auch nicht gerade akut krank ist oder wenn man gerade schwer krank ist. Wer Beschwerden in Ruhe hat beispielsweise, sollte sicherlich nicht auf eine Reise gehen. Egal, ob das Atemnot in Ruhe oder enge Gefühle auf der Brust, Angina pectoris ist. Und außerdem sollte auch der Blutdruck eingestellt sein. Wer jetzt einen oberen Wert über 180 hat oder einen unteren Wert über 110, sollte typischerweise nicht auf eine Reise gehen. Man muss sich auch das Reiseziel gut aussuchen. Also beispielsweise extrem heiße oder extrem kalte Länder sind für Patienten mit Herzschwäche eher ungünstig. Und auch wenn man eine Herzschwäche in fortgeschrittenerem Stadium, also mit Beschwerden schon bei geringer Belastung hat, so NYHA-3-Stadium nennen wir das, dann sollte man auch mit Langstrecken, Transkontinentalflügen eher zurückhaltend sein, weil die Luft ja sehr dünn ist. Das ist so wie auf 2000 Meter Höhe in den Bergen, wenn Sie einen Langstreckenflug unternehmen. Und da müssen Sie sich immer als Patient direkt absprechen, auch mit dem Hausarzt oder behandelten Kardiologen, ob in Ihrem speziellen Fall mit Ihren Begleiterkrankungen das sicher ist. Sehr viele Menschen können reisen. Also es ist keineswegs so, dass Patienten mit Herzschwäche nicht reisen dürfen. Aber man muss gewisse Vorkehrungen treffen, beispielsweise auch seine Medikamente parat haben. Idealerweise natürlich im Handgepäck, nicht im Koffer, der vielleicht verschwindet. Man soll seine Unterlagen dabei haben, dass man immer sagen kann, hier, ich habe diese Erkrankung, hier ist mein letzter Arztbericht. Oder man sollte auch den Impfausweis dabei haben. Generell sollte man sich natürlich impfen. Die Standardimpfungen sollten alle Menschen mit Herzkrankheiten haben. Bei Herzschwäche insbesondere auch noch die Impfung gegen Influenza ist ganz wichtig. Dann auch die Impfung gegen Pneumokokken, die Lungenentzündung auslösen. Also wahrscheinlich in Kürze auch die Covid-Impfung. Das ist sicherlich ein ganz aktuelles Thema. Und wie ist das, wenn man lange sitzen muss? Im Flugzeug oder in der Bahn? Soll ich da dran denken, mich in irgendeiner Weise noch besser zu schützen? Ja, also wichtig, viele ältere Menschen, die neigen dazu, dann ganz stocksteif sitzen zu bleiben und sich gar nicht zu bewegen, sondern im Gegenteil, man soll möglichst immer wieder aufstehen, beispielsweise auch zur Toilette gehen, das heißt auch trinken. Manche Menschen, die trinken einfach nichts, weil sie denken, da müssen sie nicht auf die Toilette gehen, das ist ein völlig falscher Ansatz, sondern im Gegenteil, man soll genug trinken, dass man nicht austrocknet. Die Luft ist oft auch in den klimatisierten Räumen ja sehr viel trockener, sodass man tendenziell sogar eher mehr Flüssigkeitsbedarf hat. Und wenn man zu wenig trinkt und sich nicht bewegt, dann hat man das Risiko für eine Thrombose, also ein Gerinnsel in den Beinen. Das heißt, nicht nur im Zug oder im Bus oder im Flugzeug immer wieder aufstehen, ein paar Schritte machen, hin und her ruhig am Gang entlang gehen, sondern auch entsprechend trinken. Und sogar am Platz, am Sitzplatz, kann man ja durch gewisse Übungen mit den Beinen, also die Füße auf und ab bewegen oder auch Drehbewegungen machen. Also dadurch kann man den Rückfluss über die Venen anregen und somit auch einer Thrombose zumindest weniger wahrscheinlich machen. Und das sind wichtige Kleinigkeiten, die man beachten sollte, wenn man im Auto fährt beispielsweise, jetzt nicht hier einfach 5 Stunden oder 8 Stunden durchfahren, sondern nach 2-3 Stunden eine Pause machen, ein bisschen spazieren gehen, auch wirklich mal einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde mal draußen sein und sich bewegen.
Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben eben gesagt, man muss ausreichend trinken. Vorhin haben Sie gesagt, na ja, 3 Liter, das geistert noch so rum, das ist ein bisschen viel. Gibt es so eine Faustregel inzwischen, die auch noch besser belegt ist als diese alten? Erstmal so ganz hart belegt, dass man sagt, man hat wissenschaftliche Untersuchungen gemacht und eine Gruppe trinkt 1 Liter am Tag, eine andere trinkt 3 Liter am Tag und dann beobachtet man das monatelang, gibt es natürlich nicht. Aber was so eine Faustregel ist, die sich im Alltag bewährt hat, ist, dass man so 1,5 bis 2 Liter, wenn man eine Herzschwäche hat, typischerweise nicht übersteigen sollte. Man sollte auch nicht viel weniger trinken als 1,5 Liter, weil auch die Nieren ja entsprechend Spülung brauchen und die anderen Organe. Aber man sollte typischerweise, wenn es nicht ganz heiß ist draußen, jetzt eben nicht mehr als 2 Liter trinken. Vielen Dank für diesen praktischen Tipp für alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Frau Neubauer von der Deutschen Herzstiftung. Frau Neubauer, ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind. Und wir haben 2 Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen, die direkt sich mit der Herzstiftung als Institution befassen. Die erste Frage lautet, welche Aufgaben hat eigentlich die Deutsche Herzstiftung? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Die Aufgaben der Deutschen Herzstiftung steht unter dem Motto: Helfen Sie uns, damit wir helfen können. Die Deutsche Herzstiftung hilft Ihnen, gesund zu bleiben oder, wenn Sie krank sind, mit Ihrer Krankheit besser fertig zu werden. Sie bietet Sprechstunden für Mitglieder an, einmal im Monat. Die Telefonsprechstunde, Patienten fragen, Experten antworten. Zum Beispiel, eine Zeitschrift Herz heute wird 4-mal im Jahr versandt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, gut nachzulesen, auch für Laien. Sonderdrucke zu vielen Themen, die von Herzspezialisten geschrieben sind, außerdem hilfreiche Materialien wie Blutdruckpässe, Notfallausweise, Medikamentenpässe und viele andere Informationen, alle kostenlos erhältlich. Vorträge oder Seminare zu den Herzwochen, die im November stattfinden. Vielen Dank, Frau Neubauer, für diesen ersten Eindruck, was die Herzstiftung alles bieten kann. Und Sie haben gerade gesagt, für Mitglieder in Ihrer Vereinigung ist das kostenlos. Vielleicht sagen Sie noch mal ein bisschen was eigentlich die Mitgliedschaft dann bedeutet. Wie unterstütze ich, wenn ich bei Ihnen eintrete? Und oft redet man ja auch über Kosten. Was kostet das? Ja, die Herzstiftung ist ja eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, sie finanziert sich nur aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Erbschaften und wird also nicht vom Staat irgendwie in irgendeiner Form finanziert. Der Mitgliedsbeitrag ist relativ niedrig, gering, 36 Euro im Jahr oder 50 oder mehr, je nachdem, aber der normale Mitgliedsbeitrag 36 Euro pro 3 Jahr. Euro im Monat. Ja, Das ist nicht so teuer. das denke ich auch, dass es für die Gesundheit schon wert ist. Frau Neubauer, Sie haben ja jetzt viele Dinge aufgezählt, die die Herzstiftung macht für ihre Mitglieder, aber natürlich eigentlich auch für viele Patientinnen und Patienten, wenn man es richtig betrachtet. Sie wirken ja über den Kreis ihrer Mitglieder hinaus. Vielleicht können Sie noch mal etwas sagen zum Thema Forschung, die Sie unterstützen? Ja, gerne. Die Deutsche Herzstiftung setzt sich besonders für die Forschung, ist ein wichtiger Punkt für die Herzforschung ein. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten werden von der Deutschen Herzstiftung unterstützt, vor allem die patientennahe Forschung. Dem wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung gehören nahezu alle führenden Ärzte und Wissenschaftler an, die in Deutschland auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen arbeiten. Frau Neubauer, vielen, vielen Dank, dass Sie das alles für uns so gut verständlich zusammengefasst haben. Das Schlusswort haben Sie. Ja, gerne. Helfen Sie uns, damit wir helfen können. Vielen Dank.
Wir haben viel nochmal gelernt zu unserem Thema. Auch dafür sind die Fragen gut. Es vertieft an vielen Stellen nochmal. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, freue mich auf den nächsten Kontakt. Bleiben Sie gesund.